So, zum ersten Teil meines Gamescom-Videos. Ich habe gerade meine Sachen gepackt. Und ja, der Part kommt ja etwas später raus. Der kommt ja nach der Gamescom raus, tut mir leid deswegen, aber ich habe kein Laptop, habe kein Geld dafür. Und man sehe und staune, ich lade gerade sogar noch Videos hoch. Zwei Stück, einmal geht ja und einmal Worms. Einmal Worms. Ja, und ich würde mal sagen, wir gehen mal zur Gamescom. Zurück oder zum ersten Part, muss man jetzt sagen, zum Gamescom Video. Wir sind jetzt erstmal auf dem Weg Richtung Berlin, man hat es gerade gesehen, mit Höchstgeschwindigkeit und 80 km/h im Moment sind wir auf dem Weg Richtung Berlin, erstmal den Bären abholen. Jetzt habe ich rote Karte bekommen, ist gut. Und dann würde ich sagen, ich nehme mich jetzt mal mit, bis dann. So Leute, da haben wir den letzten Typen der ganzen Welt. Der letzten Typen? Sag mal, ich wohne in der Metropole. Ich bin auch schon der Welt, was ist besser? Siehst du? Ja, und wir fahren jetzt erstmal Richtung... Keine Ahnung. Was? Was? Erstmal Autobahn Hamburg fahrst du hoch. Und dann nur weiter, wo wir landen. Ja, bis gleich. Ich! Das war schön. Aber dunkel. Scheiße. Unfall auf A2 gemeldet. Fuck Leute. Immer zwei Unfälle. Zwei Unfälle gerade eben. Ich kotze mich ab, er kotzt sich ab. Wir kotzen uns beide ab, denn... Und seine Kamera kotzt sie ab. Und meine Kamera muss jetzt auch wieder ran. Wir haben einen Unfall, wir haben ihn wirklich. Es ist Stau, verdammt Leute, es ist Stau. Da ist ein schöner Wald, aber da ist Stau. Es ist scheiße. Ich muss aufs Klo. Ah! So Bernd, du schnappst dir das Auto, fährst hinten raus und dann klappt das, okay? Alles klar. Alles klar. Klar? Klar. Klar. Alles klar? So Leute, nach gefühlter halben Stunde, was auch wirklich so ist, im Stau. Eine halbe Stunde standen wir hier rum. Über eine halbe Stunde. Über eine halbe Stunde bis jetzt. Haben uns, kam endlich mal eine schnellere Route. Ab sofort fahren wir. Kassel, runter. Yeah, wir kasseln. Wir kasseln und kasseln, sind aber dafür 15. Wir sind 15:38 Uhr da. Aber das ist vertragbar. Es ist vertragbar, ja. Eigentlich sollte er ja schon um 14 Uhr irgendwas da sein. Aber das ist ja deswegen, bin ich auch heute um 6 Uhr losgefahren, um den dann irgendwann mal abzuholen. So, das haben wir überhaupt noch niemals gesehen, dass es hier gesperrt ist. Immer besser. Es wird immer besser, Freunde. Also hier ist gesperrt wegen Baustelle und hier ist noch gesperrt wegen Unfall. Also noch besser kannst du ja überhaupt nicht laufen. Wir verbringen unseren tollen Donnerstag Vormittag, der kommt auf Autobahn. So muss es sein. So kann es bleiben. So habe ich mir das gewünscht. Hast du nicht? Doch, schon. Alter, zum Glück hat man das auf der Aufnahme, wie der jetzt rübergezogen hat. Ach, hier, das ist der defekte LKW. Aber Freunde, auch wenn wir mitten im Stau sind,
Wir haben jetzt die Baustelle und langsam lichtet sich das. Ihr seht, es wird besser. Ich habe übrigens gedudelt zwischendurch und das auch. Keine Ahnung. Bildschirm. Wir sind hier wieder am Stitteln. Alles subidubi. Wir sind jetzt langsam Heide. Und um dem nächsten eventuellen Stau entgegenzuwirken, fahren wir eine Außenrumstrecke. Wir fahren eine Außenrumstrecke. Wir fahren eine Außenrumstrecke Richtung Kassel und dann, ich habe keine Ahnung, wo wir eigentlich jetzt langfahren, ehrlich gesagt, ich weiß wirklich nicht. Haben wir auch geplant. Es sind sogar Zeit, dass man nicht mehr hört wegen dem Wind. Das kann gut möglich sein. Das ist weiter schon 50. Und deswegen... Mann! Alter, chill deine Base. Ich krieg's nicht hin. Ich wollte gerade da hier das Land. Haha, gut. Keine Ahnung, was du jetzt eingestellt hast. Ich war was gedrückt. Ich kümmere mich mal. What the fuck? So, jetzt haben wir kurz Pause gemacht. Wir sind jetzt frisch. Ich bin leer. Frisch. Wir haben jetzt hier alles Mögliche. Wir haben hier was zu naschen. Wir haben hier nochmal eine Flasche. Wir haben da was trinken. Wir haben hier einen Kyoto noch eingepackt. Wir haben natürlich noch den besten Fahrer der Welt. Ja, leider ist der Fokus zu langsam. Aber trotzdem, Leute, jetzt nehmen wir ich darf auch eine Runde mit. So, Freunde, die Sonne scheint, wir sind denn da, wir können uns nicht mehr weit werden. Wir sehen es, Köln ist um die Ecke. Ja, also fast da, so ungefähr so eine Dreiviertelstunde. Also wenn ihr das Video bei mir seht, sind wir vor drei Tagen angekommen. Das kann gut möglich sein. Kann gut möglich sein, ja. Ich weiß gar nicht, ob man mich sieht, aber scheißegal. Ne? Ich glaube, ja, scheißegal. Jetzt nicht mehr. Scheißegal. Ja, okay, scheißegal. Also wir sind gleich da. Vlog hat man jetzt leider nicht mehr. Jetzt vor Köln, weil das andere, glaube ich, noch hochgeht. Keine Ahnung, jetzt bin ich gleich wieder raus. Ich muss mal gucken, wie ich das jetzt veranstalte, aber ihr habt es ja bisher gesehen, würde ich sagen. Ja, lassen wir mal uns bald die Einblicke von dem Städtchen, was da ist. Welchen? So Leute, hier sind wir in unserem Hotel, was mir gerade so auffällt, hier oben ist auch so ein bisschen Stoff drüber, ist richtig nice. Wir betreten erstmal hier so kleiderschrankmäßig, typisch vier Fächer so, nach oben, nach unten, ein kleiner Safe und natürlich, ja, Kleiderbügel, scheißegal, ist nicht wichtig, aber wir können uns hier hinsetzen, wie so im Zugabteil, finde ich nice. Ist schon ziemlich nice. Dann haben wir unser kleines Bettchen, wo wir uns gemeinsam so ein bisschen reinlegen. Das ist von dem der Computer ist der hier. Und ich ja, bin der Computer. Genau. Wir haben jeweils. Guck, stopp. Wir haben, oh mein Gott, ist das langsam. Wir haben da ein Radio mit drei Steckdosen und wir haben da ein Radio mit
Eine Steckdose. Nice, ich habe nur eine. Haben natürlich geile Bilder hier. Und ja, jetzt sagt er mich aus, eine Minibar haben wir auch gerade, die hier ein bisschen verdeckt ist, mir aber gerade egal. Jetzt gehen wir mal kurz jetzt noch rein und machen wir mal hier die Tür auf, denn hier ist das altbekannte Bad. Nichts Besonderes, aber... Da sieht man mich, hallo? Oh mein Gott. Ja, das, die Dusche ist ein bisschen ungewohnt, denn die halt so eine Steigung, die hier nach unten geht, ist schon nicht schlecht. Das so ganz schön ziehen hier. Und natürlich auch ein Kosmetikspiegel, so muss es natürlich sein, denn so wie ich bin... Ach du Scheiße, ist das nah. Oh, so geht's besser. Oh. Bin ich sehr kosmetikhaft. Das habt ihr eigentlich schon früher bei Recruits-Tablet gesehen. Und wir haben selbst einen Föhn noch extra hier. Achso. Der irgendwie... Ah. Schon nicht schlecht ist. Aber Leute, ich würde mal sagen, ich gehe mir erstmal jetzt hier irgendwo in der Stadt den Bauch füllen. Ich bin ja nicht fett genug, was mein Arzt hat. Und würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.